Das Wort designiert kann Joe Biden aus seinem Lebenslauf streichen. Denn jetzt ist es auch offiziell. Die US-Demokraten haben ihn als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert. Der 77-Jährige erhielt bei dem virtuellen Parteitag, wie erwartet, die dafür erforderliche Zahl an Delegiertenstimmen. Zuvor hatte sich auch Ex-Präsident Bill Clinton für Biden stark gemacht. Er rief zur Abwahl des amtierenden Präsidenten auf. Luftschlangen und kräftiger Applaus für den Sieger. Joe Biden hat die letzte Hürde vor der Präsidentschaftswahl klar für sich gewonnen. Beim Parteitag der Demokraten, der wegen der Coronavirus-Pandemie weitgehend virtuell stattfand, stimmte eine klare Mehrheit für den 77-Jährigen. Danke an alle unsere Delegationen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Vizepräsident Joe Biden offiziell von der Demokratischen Partei als unser Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten nominiert wurde. Es war im Grunde nur noch eine Formsache. Biden hatte bereits Anfang Juni nach einer Serie von Vorwahlen erklärt, dass er alle nötigen Stimmen zusammen habe, um sich die Kandidatur der Partei zu sichern. Hilfe bekam er auch von den Ex-Präsidenten Carter und Clinton. Wenn Sie einen Präsidenten wollen, der seinen Job so definiert, dass er täglich Stunden vor dem Fernseher verbringt, dann ist er Ihr Mann. Zur Wahl steht entweder Trumps Wir gegen Sie Amerika oder Joe Bidens Amerika, wo wir alle zusammenleben und zusammenarbeiten. Es ist eine klare Wahl und die Zukunft unseres Landes hängt davon ab, sagte Clinton in einer Videobotschaft. Amtsinhaber Trump soll kommende Woche bei dem Parteitag der Republikaner offiziell zum Kandidaten gekürt werden. Am 3. November dann tritt Biden gegen Donald Trump an. Und aus Washington zugeschaltet ist Nancy Lanzendörfer. Es geht bei den sogenannten Conventions vor allem darum, Wähler zu motivieren. Joe Biden ist nun offiziell nominiert. War das mehr als nur eine Formalie? Es war eine Formalie, ja, aber eben Kernstück dieser Parteitage. Und im Rahmen der Vorwahlen hatte Joe Biden ja genügend Stimmen eingesammelt. Jetzt also die offizielle Stimmenaufnahme. Und nach 32 Jahren, damals hatte er zum ersten Mal versucht, Präsident zu werden, ist es jetzt also offiziell. Joe Biden tritt im November gegen Donald Trump an. Und diese offizielle Stimmenvergabe, da hatte man zuvor so ein bisschen Bedenken, wie wird das virtuell überhaupt ablaufen. Aber das war dann im Endeffekt auch so ein bisschen ein mediales Highlight des zweiten Abends. Man hat in verschiedene US-Bundesstaaten und Territorien geschaltet, hat verschiedene Hintergründe gesehen, Land und Leute so ein bisschen kennengelernt und die Reden waren auch ziemlich kurz. Jill Biden, Joes Ehefrau, hat dann eine emotionale Rede gehalten und Donald Trump in dieser knapp 10-minütigen Rede überhaupt nicht erwähnt. Aber insgesamt gab es wieder massive Kritik an Donald Trump. Wir haben Bill Clinton, den früheren US-Präsidenten, schon gesehen. Insgesamt muss man sagen, man könnte den Eindruck haben, die Demokraten wollten zum Ausdruck bringen, dass sie zur Normalität zurück wollen, Empathie wollen nach der Präsidentschaft von Donald Trump und eben ihre Vielfalt zeigen wollen. Ja, und wie reagiert der US-Präsident darauf? Lass mich raten, er twittert. Ganz genau. Und zwar glaube ich, dass er auch den zweiten Abend des Parteitages gesehen hat. Denn kurz nachdem Bill Clinton massive Kritik am Corona-Krisenmanagement von Donald Trump geäußert hat, hat Trump reagiert mit einem Tweet, hat behauptet, dass sein Land so viele Corona-Fälle hätte, weil man eben so viel testen würde, mehr als andere Länder. Zuvor in Arizona hatte er Kritik daran geäußert, dass Michelle Obama, die er am Vorabend gesprochen hatte, ihre Rede aufgezeichnet hatte, nicht live gegeben hatte in Arizona. Denn Donald Trump ist im Land unterwegs, seine Gegenoffensive während der demokratischen Parteitage. Mein Kollege Steffen Schwarzkopf hat dazu mehr. Sie warteten und schwitzten. Stunde um Stunde ein regelrechtes Leiden bei 43 Grad Außentemperatur am Flughafen in Yuma, Arizona. Sie taten es für ihren Präsidenten, der schließlich mit einer Stunde Verspätung in der amerikanischen Grenzstadt ankam. Sie werden euch die Waffen wegnehmen, wenn Joe Biden gewinnt, poltert Trump. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und er wird sagen, damit habe ich nichts zu tun. Zuvor hatte Donald Trump bereits eine ganze Reihe von Terminen absolviert. Zunächst im Weißen Haus, dann ging es auf Reisen. Erst nach Iowa, in einen ebenfalls umkämpften Bundesstaat. Thema Finanzhilfen nach einer Reihe von zerstörerischen Tornados.
Danach direkt weiter ins 2.500 Kilometer entfernte Arizona. Doch seine schärfste Waffe dieser Tage soll dieser Werbespot sein. Er heißt, was ist mit Joe Biden passiert, und zeigt den demokratischen Präsidentschaftskandidaten vor einigen Jahren und heute. Die Bilder sollen den geistigen und körperlichen Verfall des 77-Jährigen zeigen. Ein Griff in die unterste Wahlkampfschublade. Und die Attacken werden weitergehen. Morgen, wenn Joe Biden beim Parteitag seine große Rede hält, wird Donald Trump wieder Wahlkampf machen. Im Geburtsort seines Rivalen in Pennsylvania. Ja, also am Donnerstag wird er da sein, wo Joe Biden geboren worden ist. Heute wird er Washington nicht verlassen, aber heute Abend wird Kamala Harris die vermutlich wichtigste Rede ihrer bisherigen Karriere geben, nämlich ihre Bewerbung abgeben für den Posten als US-Vizepräsidentin. Nancy Lanzendörfer, danke dir nach Washington.